Kopenhagen am 5. Februar 1978. Die Hallenhandball-Nationalmannschaft der Bundesrepublik Deutschland wird durch einen Sieg über die Sowjetunion Weltmeister. Innerhalb von 4 Jahren hatte der Jugoslawe Vlado Stenzel das deutsche Team aus der internationalen Zweitklassigkeit an die Spitze geführt. Das Ergebnis harter Trainingsmethoden, die oft bis an die Grenze der Leistungsfähigkeit gingen. Finte auf links, rechts, normale Täuschung wie ein Spiel. Vlado Stenzel, der Bundestrainer. Sein Führungsanspruch ist total. Wer nicht mit ihm will, ist gegen ihn. Aber schneller und gefährlicher. Aber die meisten Spieler wollen, weil mit Stenzel der Erfolg kam und der Ruhm. Ja, aber du musst Schuss antäuschen, so, und dann im letzten Moment anspielen. Nicht, dass die Deckung weiß, was du machst. Ja? Die Stärken von Herrn Stenzel liegen also für mich einerseits in seinem Training und andererseits in seiner Mentalität, wie er die Mannschaft zu behandeln weiß. Einerseits im Training, weil er ganz handballspezifische Übungen bringt und in sehr unterschiedlichen Variationen. Dass er also fast bei jedem Lehrgang oder jedes Mal wieder die Übung so variiert, dass man also glaubt, wieder was Neues zu tun. Finte auf links, rechts, normale Täuschung wie ein Spiel. Er versteht es in erster Linie, alle Spieler zu motivieren. Er ist also im Training immer aktiv dabei. Seine Mimik allein und seine Gestik ist schon dazu angetan, dass man einfach mitmachen muss. Und das zeichnet ihn meiner Meinung nach in erster Linie aus. Der Trainer als Psychologe. Stenzel wirkt durch sein Vorbild, durch seine Konsequenz, aber auch wissend, wo die Grenzen liegen. Wie weit kann und will er mit seinem autoritären Führungsanspruch gehen? Solange bis die Spieler das wollen. Ich kann meine Autorität nicht nutzen, ohne dass es total nicht akzeptiert von den Leuten ist. Das heißt also, wenn die Spieler es nicht akzeptieren würden, dann würden sie sich auf die Spieler einstellen. Ich werde auch nie so weit gehen, dass es nicht akzeptiert ist von den Spielern. Vlado Stenzel verlangt von seinen Spielern Einsatz, Härte, Selbstüberwindung. Die Szenen vor dem Tor gleichen oft denen eines Catcher-Turniers. Ellenbogenspiele. Die Grenzen der sportlichen Fairness sind weit auszulegen. Versteckte Griffe und Attacken werden im Training einstudiert. Die Spieler akzeptieren die Methoden ihres Trainers, werden Opfer von Täuschung und Selbsttäuschung. Psychologische Manipulation durch Trainer Vlado Stenzel, der so aussieht, als könnte er kein Wässerchen trüben. Sympathisch eigentlich. Vlado ist ein Magier, sagen die Spieler. Und Vlado spielt diese Rolle mit Zylinder, aber ohne doppelten Boden. Seine charmante Großspurigkeit kommt an, auch bei den Zuschauern. Vlado sagt, was sie denken. Wenn jemand gut ist, der soll auch Favorit sein. Und das kann in keinem Fall schlecht sein. Cassius Clay ist auch immer Favorit und immer gewinnt. Die Sportfans, die die Siege mitfeiern, als seien es ihre eigenen, kümmern sich wenig um die Methoden des Handballdiktators. Der Erfolg zählt und das reicht. Sie setzen dem Meistermacher eine Krone aufs Haupt, das Statussymbol aller höchsten Autoritäten. Überschwang sportlicher Begeisterung oder versteckter Hinweis auf innere Sehnsüchte? Ein anderes Beispiel. Letzter Spieltag der Fußball-Bundesliga-Saison 1977-78. Die Mannschaft des 1. FC Köln wird zum zweiten Mal in der 15-jährigen Bundesliga-Geschichte deutscher Meister. Fans weinen, die Emotionen entladen sich. Der Alkohol macht's leichter. Ihn nennt man den Vater des Erfolges, Hennes Weisweiler, Trainer beim 1. FC Köln. Hennes, der Meistermacher. Kein angenehmer Zeitgenosse, nicht sonderlich beliebt, vor allem nicht bei den Spielern. Aber ein Mann mit Fußballverstand, ein Experte mit weltweitem Ansehen. Hennes Weisweiler hat seine eigenen Erfolgsmethoden. Vor allem, er ist der Boss, er hat das Sagen. Ihm haben die Spieler zu gehorchen. Berufsfußball ist ein hartes Geschäft. Wochenende für Wochenende stehen Mannschaft und Trainer unter Erfolgsdruck. Ihre Leistungen sind kontrollierbar. Ihr Können wird von Tausenden von Fußballexperten im Stadion begutachtet und bewertet. Das Leben eines Fußballprofis ist das Leben zwischen Versagen und Triumph. Es wird fürstlich honoriert. Spitzenspieler verdienen mehr als 300.000 Mark im Jahr. Und der Sündenbock, wenn es schief läuft und der Erfolg ausbleibt, ist allemal der Trainer.
Für Spieler, Trainer und Verein ist Fußball eine Existenzfrage. Spitzenclubs arbeiten mit einem Jahresetat von mehr als 10 Millionen Mark. Männer wie Hennes Weisweiler sind für Sieg und Niederlage gleichermaßen verantwortlich. Trainer auf dem Schleudersitz. Das gibt's überhaupt nicht, Mensch! Trainer sollen als Erzieher wirken, sagen die Sportpädagogen. Dem Verhältnis zwischen Trainer und Athleten müsste eine quasi familiäre Atmosphäre eigen sein. Eine Atmosphäre der Wärme, des Wohlwollens, der Geborgenheit. Von Partnerschaft ist sogar die Rede. Hey, zurück! Dieter! Im Spitzensport, wo nur Leistung zählt, der Mensch in den Hintergrund rückt, geraten Trainer und Aktive in Konflikt mit den guten Ratschlägen der Psychologen und Pädagogen. Das Spiel ist zu einer organisierten Handlung geworden, deren Sinngebung durch eine übergeordnete Idee bestimmt wird. Und diese Idee heißt Erfolg, besser zu sein als der andere. Die Spieler haben kaum Einfluss auf die Gestaltung des Trainings. Selbst ihre Lebensweise wird vom Trainer vorgeschrieben. Zitat aus einer Untersuchung amerikanischer Sportpsychologen. Eine hervorragende Eigenschaft bei sehr guten Sportlern ist die Fähigkeit, sich trainieren zu lassen. Athleten, die sich ihre eigenen Gedanken machen und den Trainer nicht uneingeschränkt anerkennen, werden zu Problemathleten abgestempelt, zu Außenseitern, die als Störfaktoren innerhalb der Mannschaft wirken und deshalb mit Sanktionen belegt werden. Wer sich nicht anpasst, wird gefeuert, ohne Diskussion. Dieter! Beweg dich mal! Ach, hör auf! Auch Hennes Weisweiler duldet keinen Star neben sich. Er muss der Größte sein. Bei Borussia Mönchengladbach hatte er Ärger mit dem Nationalspieler Günter Netzer, beim CF Barcelona mit dem holländischen Weltklassespieler Johan Cruyff, beim 1. FC Köln mit Wolfgang Overath. Erst als Overath seine Karriere beendete, nicht ohne das Zutun von Weisweiler, begann der Aufstieg zur Meisterschaft. Hennes hatte seine Mannschaft im Griff. Fußballtrainer sind in der Bundesliga in der Regel autokratische Führerpersönlichkeiten. Sie ordnen an oder befehlen. Von demokratischer Mitbestimmung keine Rede. Im Gegenteil, der Trainer will verhindern, dass die Spieler eine Solidargemeinschaft bilden, ein Wir-Gefühl entwickeln. Denn wenn sich die Mannschaft ihre eigenen Ziele setzt, kann sie von außen, das heißt vom Trainer, kaum mehr beeinflusst werden. Im Spitzensport, das beweist der Erfolg, spricht vieles für den autoritären Führer, für einen Mann, der das Sagen hat. Und Erfolgstrainer zeichnen sich dadurch aus, dass sie es geschickt verstehen, der Mannschaft einzureden, dass nur ihre Methode zum Ziel führt. Ist viel Geld im Spiel, fällt das leicht. Goldene Ketten schmerzen nicht.